Und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar hat mich heute ein kleines Päckchen erreicht. Es ist nämlich eine kleine Vorbestellung bei mir angekommen. Und zwar die liebe Miku. Wie man sehen kann, ist sie noch schön verpackt. Ich habe sie bei Figuya vorbestellt gehabt. Und jetzt ist sie da. Man kann jetzt zwar nicht viel von der Verpackung sehen. Ich lasse es aber einfach mal dezent aufrufen. Aber oh mein Gott, Alter. Guckt euch jetzt schon mal diese Verpackung an. Ja, wie man sehen kann, oh mein Gott, diese Verpackung, ich schwöre. Das ist nämlich die 10th Anniversary Version. Also zum 10. Geburtstag kommt halt so eine Nende raus. Ich habe auch in meinen schönen Reservierungslisten so eine dieselbe Figur, nur in groß. Die kommt irgendwann nächstes Jahr raus. Ja. Oh mein Gott, diese Verpackung, ich schwöre, die sieht einfach so hammer aus. Ja. Ich fand die auf jeden Fall so süß, auch mit dieser voll total cuten Schleife. Und oh, da kommt schon wieder der Mikrofon in mir hoch. Ja. Oh, die Verpackung ist mega geil, Mann. Alter, das ist mega. Ja. Dann mache ich hier mal auf. Ey, das sieht wirklich richtig toll aus. Ja, hier ist auf jeden Fall nochmal die Box. Hier hinter der Box ist auch noch, glaube ich, die Schleife. Ich mache das jetzt am schönsten ab. Genau so. Ist halt eine ziemlich große. Boah, Alter, jetzt kriege ich das nicht raus. Das ist aber eine große Schleife. Ja. Wenn mein Handy wieder zu warm wird und dann die Temperatur steigt. Ich brauche eigentlich eine neue Kamera. Ja. Das Innenleben war übrigens auch so Metallic-Farben, dieses Regenbogen-Schimmernde. Ja, das ist auf jeden Fall eine Schleife. Ich werde auf jeden Fall nochmal Fotos machen und dann, ihr wisst, was ich meine. Ja, blablabla. Auf jeden Fall hier, die Süße. Hier sehen wir auch nochmal, das ist, hier sind auch von den anderen Teilen der Schleife. Ja, wisst ihr, was ich an diesem Verpackungsmaterial liebe? Dass man die immer so scheiße aufbekommt bei Nintendos oder bei anderen Figuren. Das ist der Wahnsinn, ja. Deswegen muss ich immer cutten, weil ich immer denke, die Figur verdient im Moment raus oder andere Parts. Ja. So, auf jeden Fall hier ist die süße Miku. Folie mache ich, wie gesagt, später ab. Ah, hier sieht man sich immer... Oh, diese... Haarsträhnen oder Bänder, die sehen total cool aus. Und ich liebe auch einfach mal hier das. Das ist auch so schön schimmernd, diese Regenbogen. Sie sieht einfach total süß aus. Ich spüre, das sieht total knuffig aus. Ja, kommen wir mal zu den Parts, die hier noch sind. Dann wäre einfach mal so ein Gesicht. Ich denke mal, das ist so eine Art. Genau, die kann nämlich mit den Händen, wie ich den Bildung gesehen habe, ein Herz formen und dafür ist so quasi gesehen. Kann ich hier machen? Genau. Ja, Mund auch mit geeignet. Und ja, hier ist auch noch ein extra Bein. Ja. Und natürlich noch als Parts ein Teil. Zwei Teile der Schleife. Ja. Und dann natürlich, wie immer, die wunderschöne Base, die hinten dran ist, die ich jetzt nicht abmachen werde, weil ich keine Lust dazu habe. Ja. Auf jeden Fall ist die Figur einfach total süß. Ich, wirklich, die ist total süß. Und auch selbst die große, als ich einfach mal dieses Painting gesehen habe,
Wie diesen Regenbogenfarben. Mega geil. Ja, auch, ich glaube, die bei der Großen hat man das zuerst gesehen. Das sah mega gut aus und die hat ja auch diese Schleife. Ich freue mich total auch auf die Große, die kommt halt erst nächstes Jahr. Und ja, ah, die sieht echt süß aus. Also, es werden definitiv Bilder gleich gemacht. Und ja, yeah. Ich wollte auf jeden Fall sagen, das war's mit der kleinen Review auch noch dazu. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!